Mitglieder des Vereins Die Katzenfreunde. Als Schriftführerin des Vereins Die Katzenfreunde habe ich Ihnen bei der heutigen Generalversammlung Folgendes zu berichten. Die Mitgliederanzahl hat sich zum heutigen Tag auf 26 Mitglieder erhöht. Es sind dies Frau Generaldirektor Buchner, Frau Kanzleisekretär Brandt, Frau Oberpostrat Kamberger, Frau Konsistorialrat Ammerland, Frau Bezirkskommissär Hoffmann, Frau Oberinspektor Sallinger, Frau Gerichtsassessor Strohmeier, Frau Magisterratsfunktionär Eisemann, Frau Straßenbahnkontrolleur Stander, Frau Aufsichtsrat Lochpichler, Frau Polizeiwachtmeister Neuenhuber, Frau Gewerberat Schettler, Frau Reichsbahnexpeditor Ebenthaler, Frau Geheimrat Löffelberger, Frau Kapitän Bernreiter, Frau Zollamtsgattin Meininger, Frau Bahnadjunkt Wallner, Frau Finanzminister Solfrank, Frau Akademieprofessor Oberstetter, Frau Generalmajor Gallinger, Frau Oberregierungsrat Schweinweiler, Frau Baumeister Tropp, Frau Oberbaurat Lerchner, Frau Revierförstersgattin Kleinmeier, Frau Kommerzienrat Spitzinger, Frau Realitätenbesitzersgattin Randelkofer. Leider haben sich zur heutigen Generalversammlung nur folgende Mitglieder eingefunden. Frau Bahnadjunkt Wallner, Frau Finanzminister Solfrank, Frau Akademieprofessor Oberstetter, Frau Generalmajor Gallinger, Frau Oberregierungsrat Schweinweiler, Frau Baumeister Tropp, Frau Oberbaurat Lerchner, Frau Revierförstersgattin Kleinmeier, Frau Kommerzienrat Spitzinger und Frau Realitätenbesitzerin Landeskofer. Wenn aber die heute fehlenden Mitglieder, nämlich Frau Generaldirektor Buchner, Frau Kanzleisekretär Brandt, Frau Oberpostrat Kamberger, Frau Konsistorialrat Ammerland, Frau Bezirkskommissär Hoffmann, Frau Oberinspektor Sallinger, Frau Gerichtsassessor Strohmeier, Frau Magisterratsfunktionär Eisemann, Frau Straßenbahnkontrolleur Stander, Frau Aufsichtsrat Lochpichler, Frau Polizeiwachtmeister Neuenhuber, Frau Gewerberat Schettler, Frau Reichsbahnexpeditor Ebenthaler, Frau Geheimrat Löffelberger, Frau Kapitän Bärenreiter, Frau Zollamtsgattin Meininger meinen, sie könnten der Generalversammlung fernbleiben. So ist unser Vorstand, Herr Gewerbeinspektor Weber, genötigt, das Fernbleiben dieser Mitglieder zu rügen. Wenn die zuletzt hier aufgeführten Damen glauben, sie könnten der Generalversammlung einfach fernbleiben oder kommen, wie es ihnen beliebt, so täuschen sich die eingeladenen Mitglieder schwer. Wir geben also zu Protokoll an folgende Mitglieder: Frau Generaldirektor Buchner, Frau Kanzleisekretär Brandt, Frau Oberpostrat Kamberger, Frau Konsistorialrat Ammerland, Frau Bezirkskommissär Hoffmann, Frau Oberinspektor Sallinger, Frau Gerichtsassessor Strohmeier, Frau Magisterratsfunktionär Eisemann, Frau Straßenbahnkontrolleur Stander, Frau Aufsichtsrat Lochpichler, Frau Polizeiwachtmeister Neuenhuber, Frau Gewerberat Schettler, Frau Reichsbahnexpeditor Ebenthaler, Frau Geheimrat Löffelberger, Frau Kapitän Bärenreiter und Frau Zollamtsgattin Meininger, ergeht nun eine ernstliche Mahnung. Sollten diese Mitglieder bei der nächsten Generalversammlung wieder nicht erscheinen, dann werden die Mitglieder Frau Generaldirektor Buchner, Frau Kanzleisekretärin Brandt, Frau Oberpostrat Kamberger, Frau Konsistorialrat Ammerland, Frau Bezirkskommissär Hoffmann, Frau Oberinspektor Sallinger, Frau Gerichtsassessor Strohmeier, Frau Magisterratsfunktionär Eisemann, Frau Straßenbahnkontrolleur Stander, Frau Aufsichtsrat Lochpichler, Frau Polizeiwachtmeister Neuenhuber, Frau Gewerberat Schettler, Frau Reichsbahnexpeditor Ebenthaler, Frau Geheimrat Löffelberger, Frau Kapitän Bärenreiter und Frau Zollamtsgattin Meininger ganz einfach aus dem Verein Die Katzenfreunde entfernt. Wir machen jetzt mit der Tagesordnung weiter. Wir haben noch zwei Künstler übrig.